So, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute will ich gucken, ob dieser Radar wirklich funktioniert, den wir im letzten Part bekommen haben. Es blinkt hier auf jeden Fall, hier muss ein Schrein in der Nähe sein. Wir laufen einfach mal weiter Richtung Impa heute. Und schauen mal, ob wir noch was finden. Guckt mal hier. Ein Bernsteinerz. Hier ist auch noch was. Nice. Hammer Action. Nicht runterfallen. Ne? Noch mehr Bernstein. Sehr schön. Noch hier lang gehe. Da ist auch noch einer. Hier gibt es verdammt viele Erze, Leute. Sollten wir abbauen. Ich glaube, die brauchen wir irgendwann, ne? Feuerstein. War da nicht noch was? Letzte Runde gerollt, jetzt habt ihr auch keinen Bock. Hier blinkt es übrigens auch. Ja, wir gehen erstmal hier lang. Und schauen uns. Also hier rastet das Teil ja nicht. Okay. Wir müssen auch da drüben dann noch lang. Das können wir halt dann auf dem Rückweg machen. Ja. So, hört ihr das? Blub, blub. Rastet richtig aus. Ja, also in der Nähe. Gut, hier ist noch ein Erz. Goldener Topas. Ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft vom Blitzen zu enthalten. Erzielt hohe Preise. Klingt doch gut, Leute. Sogar sehr gut. Hohe Preise. Da kennt sie nicht. Ah, hier. Wir haben es gefunden. Tatsächlich ist hier ein Schrein. Sehr schön. Machen wir den doch, würde ich sagen, oder? Ridahi-Schrein. Alles klar. Das heißt, wir haben wieder einen Portpunkt. Ich überspringe das mal. Und gehe hinein. Mal sehen, was wir heute von uns wollen. So, wir haben ja schon einen Zeichen der Bewährung. Wenn wir drei haben, können wir uns, also drei weitere, können wir uns ein fünftes Herz holen oder Ausdauer. Ich werde mir, glaube ich, noch ein Herz holen und dann werde ich mir Ausdauer holen. So, willkommen. Ja, dann zeig mal her, ne? Was müssen wir denn heute machen? Im Takt. Heute müssen wir im Takt sein, okay. Ah, verstehe. Gut, das war ja jetzt nicht schwer. Oh. Jetzt haben wir die Plattform hier aktiviert. Okay, das war ja nicht schlimm. Boah, das wird bestimmt noch schlimmer. So, fahren Sie mal los, junge Frau. Wir haben nicht ewig Zeit. Dankeschön. Okay, gibt es denn hier oben noch was? Uhr oder so? Spontan sehe ich keine, nein. Okay, dann ist das hier wohl das nächste. Da ist die Kugel und die muss da rein, richtig? Zeig mal her. Sieht richtig aus. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Okay, hat funktioniert. Oh, ich hätte mich auf die Platte stellen können. Muss ich leider warten. Hier denn keine Uhr? Wie blöd, oder? Kommt die erst noch? Okay. Na gut, weiter. So, jetzt bin ich hier. Da geht's nochmal weiter. Da unten ist nur das letzte Rätsel. Da drüben ist die Truhe, Leute. Da drüben ist die Truhe. Okay, wie kommen wir an die Truhe ran?
Hier war nur das Rätsel, ne? Genau. Das bringt uns nichts. Okay. Müssen wir jetzt hier drauf? So, was ist diesmal? Das gleiche nur mit Schwung, alles klar. Noch eine bitte. Und hoch. Ah, perfekt. So, diesmal stelle ich mich auch gleich hier drauf. So. Dann könnten wir den Tempel abschließen. Ich sage immer Tempel, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen aber noch hier hin. Okay, wie mache ich das? Das mache ich, indem ich den Schalter da drüben aktiviere. Dann ist das nämlich wieder so steil, dass ich da hinkomme. Schalter aktiviere ich wie? Der Kiste da. Falls die magnetisch ist. Sehr gut. Frage, kriegt es den da hin? Kann ich runterfallen? Sieht aber gut aus. Boah, ich stand aber mega knapp, ey. Scheiße, ich hätte mich nicht... Naja, gut, aber sonst hätte ich es nicht getroffen, ne? Ich musste so knapp stehen eigentlich sogar. Egal, scheiß drauf. Ruhe ran. Was gibt's hier Schönes? Das Kletterkopftuch. Sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgene uralte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeiten beim Klettern. Das ist ja geil. Okay, Leute, jetzt sehe ich zwar aus wie so ein Pirat, aber scheiß drauf, das ist ja cool. Sehr schön, das hat sich richtig gelohnt, diese Truhe mitzunehmen. So, jetzt komme ich aber nicht mehr hier hoch, das heißt, ich muss das Teil wieder wegmachen, oder? Ich glaube schon. Wäre wohl sinnvoll. Moment, aber ich komme doch gar nicht mehr da dran. Flieg mal halt. Das geht auch. Hoffe ich mal. Müsste auch gehen. Boah, aber gerade so. Gut. Geschafft, Leute. Sehr schön. Freut mich. So, Prüfung gemeistert. Zeichen der Bewährung Nummer 2 von 4. Yay! Sehr schön, sehr schön. 58 Rubine. Da fällt mir ein, heute ist der Tag, wo ich anfangen möchte, euch Amiibos zu zeigen. Ich habe mir hier die Ganondorf Amiibo heute rausgesucht. Die werde ich im Verlauf des Parts mal aktivieren und dann schauen wir mal, was da passiert. Ja, ich habe ja ganz viele Zelda Amiibos. Mir fehlt die Sheik Amiibo. Ansonsten dürfte ich, glaube ich, sogar alle haben. Da sind irgendwelche komischen Wasser. Auch nicht schlecht. Ja, und also die werde ich euch alle zeigen und die werde ich auch regelmäßig benutzen. So. So, wo zur Hölle bin ich jetzt? Warte bitte. Bin jetzt hier. Okay, naja. Lauf mal einfach mal weiter. Mal sehen, was noch so geht. Mein Detektor rastet nämlich schon wieder aus. So, dieser Stein sieht verdächtig aus. Kann man da irgendwie was machen? Vielleicht ist da ja ein Krok oder so. Leider nein. Okay. Da hinten sind aber Gegner. Scheiße. Die mich gesehen? Nein, haben sie tatsächlich nicht. Was haben die denn hier? Ein Wurfspeer. Gib mir den mal. Ich
schlafen gerade. Leute, das muss ich ausnutzen. Muss ich ausnutzen. Ich hätte ein Feuer oder Bombenpfeil. Hä? Ne, ich habe keinen Bombenpfeil. Ich hab da überhaupt ein Feuer. Ja. Grillparty, Leute. Grillparty. So, dann kommt mal alle her hier. Einer lebt. Okay. Aber nicht mehr lange. Jo, das klingt easy. Yay. Okay, wir haben hier ein Soldatenschwert. Oh, gerne, gerne. Monsterzutaten, wie immer. Sehr schön. Was lag hier vorne eigentlich noch? Man kann hier kochen. Kann ich vielleicht mal Offcam machen, ja. So, was ist das? Oh, kleine Sinäti, die juckt nicht. Die juckt nicht, die juckt nicht. Bockbogen, Bockplimon, ja, das ist ziemlich geil. Auch mal, das gibt bestimmt auch irgendwie Rubis. Und natürlich die Schatz. Auf geht's. So, und da haben wir noch einen Bumerang. Das Waldvolk, Waldvolk, genau. Das Waldvolk der Krox soll diese eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Form kehrt es im Idealfall zum Werfenden zurück. So ein Ding dürfte ich eigentlich schon haben. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, genau. Ich werf den jetzt. Und fange ihn wieder. Alles klar, verstehe. Oder ich schaue ihn gegen die Wand. Gut. Da ich den mit Truhen im Idealfall immer mitnehmen will, lasse ich den Bumerang da liegen und nehme den hier mit. So, passt. Passt, passt, passt. Okay, da hinten ist ein Turm fürs nächste Gebiet. Ist ja schon mal nicht schlecht. Hier ist Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Okay, da ist aber wohl nix. Da ist irgendein Dorf oder so, ne? Krass. Wow. Hier ist auch was ganz Spezielles. Ein Schrein, allerdings, Leute, sind da so Stacheln drum. Die wegballern. Obwohl da. Nein. Da drüber fliegen. Was stimmt denn da? Osch. Auch nicht. Hayu Damaschrein. Da. Merke ich mir auf jeden Fall. Könnte mir aber vorstellen, von da oben rüberfliegen kann. Ja, das scheint mir doch plausibel. So, bevor wir uns hier aber umgucken, will ich zurücklaufen und den anderen Weg anschauen. Wir waren ja jetzt hier auf der rechten Seite und müssten nochmal auf die linke. Oh, ein Eidex. Okay. Und bei einer geeigneten Stelle gucke ich mal, ob ich die ganzen Dorf-Amiibo mal scanne. Ja, klingt doch nach dem Plan, ne? So, wir haben bestimmt nämlich 10.000 Sachen übersehen. Naja. Wow, hi! So, verrecke. Die können alle nichts mehr. Eisbogen. Ja gut, nehmen wir mal mit. So, die Monsterzutaten natürlich. Oh, das sind Pferde da drüben. Guckt mal, ganz viele Pferdchen. Was? So, wo geht's hier eigentlich lang? Große Bruderbrücke, kleine Bruderbrücke. Okay, es gibt den großen und den kleinen Bruder. Gut zu wissen. Ja gut, na, ich will hier schauen, hier lang.
könnten auch mal hier hoch. Na gut, von hier kann man aber bestimmt auch da drüber springen. Vielleicht mache ich das auch weg. Was ist das für Stein? Krog? Kein Krog. Kein Krog, Leute. Wetter ist auch wieder beste, ne? Beste Wetter. So, was ist hier? Zeig her. Hier ist eine Kiste, okay. Aber Bomben wäre jetzt nicht so optimal, denke ich mal. Weil ich mich da selber wegbombe. Was du das Schwert, ja. Ah, so geht's. Holzpfeil und Äpfel. Was du das Schwert halt. Meine Tasche ist leider voll. So. Soll ich mal gucken, ob es geht? Guck mal, ob es geht. Könnte man den nämlich gleich machen. Wird zu knapp. Knapp, fuck. Hoch, 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 hoch. Nee, funktioniert nicht. Schade. Schade, schade. Hätte ja klappen können. Könnte vielleicht auch von hier irgendwie runterspringen. Stück weiter oben halt, jo. Machen wir das doch. Oh, noch mehr Erze. Wartet, wartet, wartet. Steinsalz. Salz wird nicht ganz runterspringen. Okay. Hier noch was. Ja, tatsächlich noch mehr. Nehme ich alles mit, ne? Kann man bestimmt irgendwann mal gut gebrauchen können. So, jetzt aber hier hoch. Schaffen wir das? Kann ich nach oben schwenken, sorry. Sieht scheiße aus hier, die Stelle. Das sieht blöd aus. Ich kann aber auch nicht nach oben schwenken. Ich sehe nicht, wie hoch es noch ist. Okay, das ist zu hoch. Das können wir vergessen. Okay, aber hier weiter vorne halt. Hier aus, das reicht glaube ich nicht. Das haben wir ja vorhin schon mal probiert. Ne? Wir müssen noch eins hoch. Aber hier komme ich hoch. Wenn es jetzt nicht anfängt zu regnen, komme ich da hoch. So. Falls wir hier laufen können. Ja, komm mal. Nein, 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 oh, Link. Du bist so dumm. Ja, ja, ja. Okay. 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 Dann halt wieder von ganz unten. Warum kann der... Vergessen wir das. Ich springe einfach von... Ja, von hier geht's nicht. Ich springe einfach von da drüben, wie ich es eh geplant hatte. Dürfte gehen. Weil der schafft es ja offensichtlich nicht. Okay. Ja. Dann jetzt, wie gesagt, hier auf die andere Seite springen. Und uns mal da drüben. So. Komm schon. Ist zu stark. So, was gibt's denn hier Schönes? So, fürs Erste sehe ich nichts. Das heißt, ich werde jetzt die Ganondorf-Amiibo scannen, Leute. Hier, ich habe das Amiibo-Modul aktiviert. Einfach in den Optionen einschalten. So, Amiibo verwenden. Berühre den Kontaktpunkt. Okay. So, Ganondorf aktiviert. Wow. Gibt Rubine.
Ein blauer Rubin, 5 Rubine wert. Dein blaues Funkeln lässt dein Herz freudig pochen. Hey, nice. So, was noch? Noch mehr Rubine. Und Holzpfeil, okay. Guter Loot und noch eine Truhe. Mit einem Saphir, ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft des Eises zu enthalten. Erzielt sehr hohe Preise. Könnte ich doch sagen, das hat sich doch gelohnt. Begannendorf, dankeschön. Guter Mann, guter Mann. So. Haben wir hier noch was Schönes? Hier fürs erste nix. Gut, dann weiter. Wieder nach vorne halt. Da drüben sind irgendwelche Echsen. Da müssen wir aufpassen. Dalfos oder so. Da im Wasser, seht ihr das? Was machen die denn? Da ist ein Typ. Leute, da ist einer. So, hi. Oh, was ist? Du denkst, ich rieche nach Rumpf, Fleisch? Und da liegst du auch vollkommen richtig. Ich bin Bogo und ich bin stets unterwegs, um Fleisch zu verkaufen. Lass mich dir doch gleich einen kleinen Tipp zu Fleischgerichten geben. Im Grunde muss man Fleisch ja nur tüchtig braten. Aber mit Steinsalz wird's gleich nochmal lecker. Nochmal leckerer, okay. Mein Fleisch hat, ist von feinster Qualität. Was du auch nimmst, du liegst immer richtig. Ah. Okay. Edelwild und Edelgeflügel. Das. Und Steinsalz. Ja, brauche ich aber nicht. Ich hab's selber. Danke. Und wenn ich mal Mangel hab, komme ich hierher zurück. Gut, danke schön. Fisch. Ausdauerbarsch. Ein Hyrule-Barsch, der ein sehr langes Leben hinter sich hat. Als. Der Arme. Als Kochzutat füllt er deine Ausdauer ständig auf. Die Exalfos haben die da hingelegt, um die zu essen, ne? Und ich klau die einfach. Auch nicht schlecht. Oh, schau. Guck, da liegt nämlich noch einer. Oh, danke. Ja, angelt ihr nur für mich und ich esse es dann. Dankeschön. Finde ich gut, Junge. Finde ich gut. So viel mehr ist ja wohl auch gar nicht. Hier ist schon wieder der Turm, Leute. Hier ist der Turm, den wir aktiviert haben. War auch nicht schlecht. Oh, hier ist noch ein Lager. Scheint aber verlassen zu sein, oder? So aus. Hier ist keiner mehr. Vielleicht ist das das Lager von dem Händler. Kann auch sein. Wow. Dass der hier chillt. Ah, na gut, eine Truhe ist hier noch. Erstmal den Händler beklauen. Ein Feuerstein. Wenn man mit einem Gegenstand aus Metall draufschlägt, entstehen Funken, die Feuerholz in der Nähe entzünden. Praktisch, aber nach einem Schlag geht er kaputt. Jo, wir können jederzeit ein Feuer machen und können dann halt die Uhrzeit umstellen. Ist halt gut, wenn man... Wenn es halt regnet und man will einen Berg hoch oder so, dann stellt man halt die Zeit um. So, jetzt... Da irgendwie... Müsste ich von oben springen. Da hochklettern schaffe ich, glaube ich, noch. Jetzigen Ausdauer. Ey, das sieht zu krass aus. Aber ich sehe da auch nichts weiter. Ich glaube, das ist nicht weiter relevant. Okay, dann spreng ich die Geschichte mal. Boom. Äpfel, 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 Äpfel. Gut, kann man mal mitnehmen, ne? So. Was geht denn noch hier vorne?
Ich werde am Ende des Parts mal in mein Bett gucken, ob da jetzt endlich, also da wo das Spiel beginnt, ob da jetzt endlich dieser Grog ist, von dem ich euch erzählt habe, schon öfter. Jetzt wo? Hier, okay. Komm her! Jawohl. Da hinten ist noch ein Gegnerlager. Löschen wir das doch noch aus. Falls wir das nicht sogar schon mal getan haben. Ja, ich weiß es nicht so. Üben ist auch noch eins. Totenkopf, den machen wir auch noch. Zuerst hier. Erst den hier. Ne, wir waren hier noch nicht. Hier ist noch die Truhe zu, glaube ich. Okay. Boom, Junge, Feuerwerk. Verreckt alle. Komm her, hä? Was willst du? Hä? Schau, Junge. Nix kannst du. Gar nichts. Weiß. So, was haben wir da Feines? Soldatenschild. Diese Art Schild war Standardausrüstung der Schlosswache von Hyrule. Da er aus Holz besteht, wiegt er nicht viel, doch in der Nähe von Feuer sollte man auf der Hut sein. Verstehe. Klingt sehr gut. Nehme ich mit. Ja, da muss ich mich von dem Rostigen verabschieden. Und nehme den 16er Schild mit. 16, Leute. Gut, insgesamt wird es bestimmt total scheiße sein. Aber für meine jetzigen Verhältnisse halt. So, ein bisschen Brennholz mitnehmen. Einsame Stunden am Feuer. So. Hier, die Waffen brennen auch schon weg. Krass. Okay. Ja, dann wie gesagt jetzt noch die andere Seite, wo der Totenkopf war. War der denn jetzt da vorne, ne? Machen wir das noch und dann habe ich noch ein, zwei Crocs und dann sind wir für heute schon wieder durch. Ich glaube, die Strömung hier ist auch zu heftig, als dass ich ohne Eis dahin kann. Ah, das sieht mich scheiße. Ja, geht jetzt nicht anders. Los, lauf zu. Erstmal den Assi da oben platt machen. Hör, er ist weg. Um. Wo ist er hin? Will er mich verarschen? Wo ist er denn? Okay, jetzt kommen sie. So, den habe ich gewonnen, bitte. Okay. Das war nur ein schwacher. Ein einzelner. Der schießt auf mich. Ist so geil. Stirb! Ist doch. What the fuck, Alter. Moment, Moment. Den habe ich nicht kommen sehen. Macht aber nichts. Da hochheilen hier. Oh. Okay, Waffenwechsel. Wechsel. Obwohl, naja, das Ding fällt down. Dann nehmen wir jetzt doch hier das. Und schau. Gut, das war der stärkste. Boah, der hätte mich fast gekillt, ne? So, was noch? Der da noch. Man hätte eigentlich die Fässer hier, ne, denken können. Aber nicht getan. Dann hätte es eine schöne Explosion gegeben und alle wären verreckt. Aber es ging auch so, wie ihr gesehen habt.
passt also. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Weil ich sehe hier eigentlich gar nichts. Ne? Dieses Lager nur so just for fun oder ist hier auch noch was? Du. Naja, gut, ein paar Röstäpfel. Da begrüßen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Eine Rösteichel. Über offenem Feuer geröstete Eichel, deren Süße und Aroma sich voll entfaltet haben. Für jedes Eichhörnchen gedacht. Obwohl, Leute, hier oben geht's noch weiter. Habt ihr das gesehen? Wartet mal. So, das ist ja noch gar nicht abgehakt. Guck mal, da oben sind die nächsten. Wo kann ich den von hier treffen? Feuerfall. Da lebt man. Kann ich killen. Nein, mein Bogenskript. Na gut, ich hatte auch nur einen 5er Bogen. Vielleicht lag es auch einfach da dran. Hätte ich einen stärkeren gehabt, wäre er instant down gewesen. Okay. Stirbt einfach nur. Oh, nein! Kannst du vergessen? Sind zu viele auf einmal, ich muss weg. Und sie mir einzeln vorknüpfen. Weil da sind blaue dabei. Ich mache zu viel Schaden. Ah, nicht schon. Wieder. Boah, wo laufe ich denn lang? Ich hab Schiss, ey. Ich hab Schiss, dass die irgendeine Scheiße bauen. Richtig Schiss. Ich weiß aber nicht warum. Okay. So schlimm war es gar nicht. Okay. Bockblindhorn. Es ist eher so. Rap. Gut, der Holzpfeil ist noch wichtig. Ja. Kann ich ja mal den Bumerang werfen. Denn ob das funktioniert. Obwohl, der ist so weit oben. Ja, hat geklappt. Nice. Gut gemacht, Bumerang. So. Okay, der lebt aber noch. So, hätten wir alle tot. Sehr schön. So, 5 Holzpfeile. Nice. Ach, jetzt rollt das Ding da weg. War nicht so geplant. Hallo, hopp. Ja, Äpfel. Ganz viele Äpfel und Holzpfeil. Apfel, noch ein Apfel. Und ein Reis, 200. Nice. Nehme ich alles mit. So, das hat sich zwar huhnmäßig nicht gelohnt. Aber naja, wir haben viele Rohstoffe bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, Leute, dann ist es jetzt soweit. Ich port mich jetzt den Anfangspunkt zurück in den Schrein des Lebens. Und guck mal, ob sich jetzt endlich der letzte Krog da im Stadtgebiet aktiviert hat.
Ich glaube, der kommt halt erst, wenn man das Stadtgebiet einmal verlassen hat. Das haben wir ja getan. Das heißt, theoretisch gesehen müsste er jetzt da sein. Ich hoffe mal. Wenn nicht, weiß ich nicht, was man da machen muss. 111 Rubine. Geil. Cool. Gallendorf hat geregelt. 10. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine Amiibo. Oh, Gewitter. Ja. Ein Gewitter, Leute. Und da ist er tatsächlich. Gut, das ist sehr schön. Dann verabschiede ich mich für heute. Ja, wenn es euch gefallen hat, wäre ein Daumen nach oben nett. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. -i.